Ja, hallo Leute, ich bin's wieder, euer Charlie. Ich begrüße euch wieder zu einem Pilzefilm, aber heute geht es insbesondere um den Holunderschwamm oder auch Moerpilz genannt, denn der wächst hauptsächlich an Holunder. Ja, dann nehme ich euch mit und ich wünsche viel Spaß mit diesem Film. Yeah. Ja, hier haben wir wunderbare Judasohren. Die werden wir jetzt alle abernten. Ja, woher dieser Pilz den Namen hat, kann man sehen. Er sieht aus wie ein Öhrchen, ne? Nun, er ist ein Schwächeparasit des Holunders. Und solange die rehbraun sind, kann man die auch mitnehmen. Aber auch eingetrocknet kann man diese mitnehmen. Ja, diese schwarzen Exemplare, die auch jetzt bei Regenwetter schleimig sind, das sind alte Pilze, die lässt man natürlich hier, die nimmt man nicht mit, die sind auch nicht mehr zu verwerten. Ja, zum Ernten kann man die dann so einfach abreißen. Ja, und dann hat man sie. Da muss ich noch gut gucken und sie auch gut sauber machen, am besten schon hier am Holunderbusch, weil manchmal werden die bewohnt von Kellerasseln und anderen Getier und die wollen wir natürlich nicht in der Küche herumlaufen haben. So, hier habe ich mal einen Pilz mit Bewohnern, ich tue das mal beiseite. So, da sind die Kellerasseln, seht ihr sie? Und so sehen die Pilze aus, wenn sie durch sind. Also die kann man nicht mehr nehmen hier. Die sind durch. So, jetzt haben wir hier einen Tag später oder mehrere Tage später. Es war trocken und der Wind pfiff. Und jetzt sind die ganzen Judasohren wieder eingetrocknet. Ne? Also hier, diese schwarzen Flecken, das sind die Judasohren. Und die werden ungefähr so 3 bis 4 mal so groß, wie man die jetzt sieht. Ja, sie trocknen ziemlich schnell ein und sehen dann so aus. Ja, auch da oben, da wachsen auch noch welche, sind auch eingetrocknet. Ja, beim Holunderschwamm ist es so, man kann die durchaus verwerten. Also wenn man die jetzt abmacht, so, ja, dann kann man die mitnehmen. Und wenn man die dann ins Wasser legt, dann werden die wieder richtig groß und man kann sie verwenden. Also, das kann auch mehrmals passieren. Eintrocknen oder wieder aufquellen. Macht gar nichts. Das ist der natürliche Lauf der Dinge hier für diesen Pilz. Ja, hallo Leute. Da bin ich wieder und jetzt haben wir endlich Winter. Und ich kann jetzt auch mal zeigen, wie die Judasohren im Winter aussehen. Wie gesagt, die Judasohren, das ist ein ganz Jahrespilz. Und am Holunder findet man den wirklich das ganze Jahr über. So, dann will ich euch das mal zeigen, wie die da aussehen. Na, hier hängen welche. Ja, die kann man also auch so abernten. Ja, solche Haine mit Holunder lohnt es sich dann aus abzugehen. Ja, im Hintergrund blöcken die Schafe und hier haben wir auch wieder Holunderschwamm, Judasohren. Also so selten ist dieser Pilz nicht. Wo Holunder ist, kann man davon ausgehen, dass dort auch Judasohren wachsen. We'll be right back.
Das ist schon ziemlich seltsam, im Winter auf Pilzsuche zu gehen. Aber warum? Man hat ja auch Erfolg. Wenn man hier sieht, hier wachsen Judasohren. Ja, die sind zwar eingetrocknet, aber wie gesagt, man kann die so pflücken und mitnehmen. Man legt sie dann halt nur noch in Wasser ein und kann man dann verwenden. Also ist kein Problem. Ja, hier finde ich auch Samtfußrüblinge an einem Baumstuken. Aber die nehme ich jetzt nicht mit. Da habe ich jetzt keinen Bock zu. So, hier noch einmal die Samtfußrüblinge an diesem Stuken. Ja Leute, das war jetzt nur mein kleiner Film über die Judasohren oder Moerpilze oder wie sie sonst noch genannt werden. Holunderschwamm auch. Ja, ich wünsche viel Freude mit dem Film. Drückt mal unten den Like-Button, wenn euch der Film gefallen hat. Dann sage ich trüff, trüff, bis zum nächsten Mal. Euer Charlie.